damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Wir befinden uns immer noch auf der Karte Fictional Stettin und fahren heute die Linie 387 nach Bartoszewo, Pedla. Das E fehlt, die Matrix ist ein bisschen, ja, desaströs. gut 20 Minuten geht die Linie, um 11.06 Uhr geht's los, Fahrplan ist angenommen. Ich würde sagen, wir ziehen vor. Nö. So. Gang. Bremse lösen. Und dann vorziehen. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Ach, hättest du den gern, dann kriegst du den. So. Schön rotieren. Der Bus muss mal richtig angefeuert werden. Einmal normal, bitte. Danke. Der Bus muss mal richtig angefeuert werden. Hat sie nicht gesagt, oder? Dann tun wir ihr mal den Gefallen und feuern den Bus mal richtig an. Ist schon lustig, ne? So. Ach nee. Ich drücke hier wieder irgendwelche Knöpfe. Nein. So. Ja, wie gesagt, 11.06 Uhr geht das Ganze los. Heute mal mit etwas anderer Beleuchtung und unrasiert immer noch. Das wird sich nachher ändern, versprochen. Und beleuchtungstechnisch bin ich, wie gesagt, alles ein bisschen am Ausprobieren. Deswegen steht die Studioleuchte im Moment auch nicht hier. Und wir nutzen das wenig vorhandene Tageslicht. Was ist das denn? Warum rutscht der? Das macht er doch sonst nicht. Nochmal die Haltestellenbremse rein. Der rutscht doch sonst nicht vor. Warum tut er das jetzt? Ja, jetzt stehe ich hier drauf. Ich weiß. Find die Karte ganz nett. Also wir sind sie ja im Community Special oder in einer der Community Folgen Sessions sind wir sie ja schon gefahren und ich dachte, die gucken wir uns jetzt auf anderen Linien nochmal an. 2 Minütchen. Denn die Karte macht schon Spaß. Also kann ich gar nicht anders sagen. Ja, 1,9. Oh. Ja, komm, 1,6, da können wir langsam vorwärts fahren. Schön geschmeidig, alles ganz, ganz angenehm. Wir haben es ja nicht eilig. Hoffe ich doch. Sie will sofort aussteigen. Ist ja unmöglich, wie sie fahren. Unglaublich. Wir sind keine 50 Meter oder keine 100 Meter gefahren. Das kann doch nicht sein. Jetzt mal. Da ist nichts. Also. Ihr seht das. Da ist nichts. Und trotzdem. Ne? Also die Collision ist hier, da muss ich eventuell nochmal ein Update drüber ziehen oder so. Da gibt es, glaube ich, eins.
Das funktioniert doch so nicht. Ah, Mann. Hallo. 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 Werden wir auf jeden Fall jetzt... Was? Will da noch einer raus? Nö. Ja, werden wir auf jeden Fall für die nächste Session hier auf der Karte, werde ich da mal gucken, was da los ist. Ich verstehe das nicht so ganz, aber okay. Aha. Ja, genau. Boah, das aber... Halleluja. Sind wir jetzt auch am richtigen Punkt? Linie 307. Ja. Aber das ist doch nicht die Haltestelle. Następny przystanek Trzeszczyn, ulica Dziewiarska. Na żądanie. Jetzt muss ich gucken. Następny przystanek Trzeszczyn, ulica Gwardii Ludowej. Die ist richtig. Na żądanie. Die ist richtig. Jetzt passt das. Ja, aber diese Kollision, also ich hatte irgendwie mal gelesen, dass es da mit den Büschen Kollisionsprobleme gibt. Wäre jetzt auch das Einzige, was ich mir hier erklären kann. Ja. Boah, fällt der Scheiße. Werde ich dementsprechend anpassen. Weil das ist ja sonst echt doof, ne? Um es mal... Da hab ich nicht aufgepasst. Ich hätte doch den da machen sollen. Da ist der Kollege. Oh, das... Oh, ey. Eine Bodenwelle jagt die nächste, ey. Ja, steigt alle aus. Das ist schon okay. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hi. Einen normalen Fahrschein, bitte. Aber danke. Sicher. Bitteschön. Oh, Mann. Fängt ja gut an. So sollte das natürlich nicht sein. Aber gut. Ding, ding. Następny przystanek. Rybnica, ulica Juchasowa. Ja, hab ich alles verstanden. So, in der Hoffnung, dass hier kein Kollisionsobjekt kommt, können wir mal ein bisschen Gas geben. Ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Er rollt weiter! Ernsthaft! Ist die jetzt eingestiegen? Nein, natürlich nicht. Ich bin zu weit gefahren. Entschuldigung! Kann passieren, kann passieren, kann passieren. Mein Gott! Also heute bin ich echt schlecht. Also sonst ja auch, aber heute bin ich noch schlechter als sonst. Oh, wer denkt sich denn sowas hier aus? Das ist ja Hammer. Alter Verwalter.
Aber ist nett ausgeschmückt, kann man nicht anders sagen, ne? Also von der Aufmachung her ist die Map wirklich gut gestaltet. Zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe. Da kann ich mich nicht beschweren. Minus 1,3, das geht auch noch. Suchen wir uns gleich eine Haltebucht, da können wir die Verfrühung abstehen. Hier möchte ich das nicht machen. Alter! Kommen hier aber schon mit einem guten Tempo durch. Also, joa. Na, Stempelchen, na Stanik. Meine, das ist sogar dieselbe Bodentextur, die auch auf Krummenab verwendet wird. Nur ein bisschen farbschwacher. Halt's jetzt hier an, der wird kotz übel. Das ist ja wieder. Ach komm, beschwer dich doch nicht. Ja, in Polen, wo sonst? Was für eine Frage. Wo habe ich meinen Führerschein gemacht? Nirgendwo. Nimm. Mhm. Alles klar. Es ist schon geil, ne? Hier so durch kleine Ortschaft und so. So. Ach ja. Da ist auch eine Haltebucht. Das ist ganz praktisch. Können wir hier die Verfrühung abstehen. Hallo. 1-2. Ja, gut. Ja, Mensch, was gibt's denn Neues? Ja, Haltestellenbremse rein. Das gibt es erstmal, bevor er mir wieder wegrollt. Bitteschön. So, damit es nicht zu kalt wird. Ja, ihr habt ja schon gesehen, Community-Folgen, Community-Projekte gibt es jetzt hier mit euch und auch mit anderen Let's Playern, unter anderem halt Bahn Hannover oder Hamburg Let's Play TV. Nick Thames ist mal dabei, Gerd Games und Bahn. Und wer weiß, wer da noch alles mal teilnimmt und noch alles kommt. Auf jeden Fall könnt ihr teilnehmen. Und zwar werden wir oder ich, je nachdem, wir wissen noch nicht, wie wir das machen, immer einen kleinen Trailer veröffentlichen, einen kleinen Teaser mit dem Datum der nächsten Aufnahme des einer Community-Folge. Und dazu gibt es dann einen Link. Und der Link führt euch zu einer Webseite, die ich noch erstelle, jetzt heute, denke ich, oder am Wochenende. Und es können sich immer 5 Community-Mitglieder registrieren. Die ersten 5, die es dann geschafft haben, sind dann in der angeteaserten Community-Aufnahme dabei. Das machen wir für jede Community-Session separat. Neuer Trailer, neues Datum und wieder die Möglichkeit für 5 Leute, sich zu registrieren. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Es bringt nichts, wenn wir dann 20, 30 Leute oder so, keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein bisschen übertrieben, mit in einer Session drin haben und der eine versteht das Wort des anderen nicht. Deswegen machen wir das halt so gesplittet, dass man sagt, okay, die Leute können sich dafür anmelden und die 5 ersten sind halt dabei. Vielleicht auch mal 10, mal gucken. Wir machen auch mal bestimmt was Großes, wo wir sagen, so, wer kommt, der kommt und wer nicht kommt, der ist halt nicht da. Wir wollen aber klein anfangen, um erstmal zu schauen, A, wie sich das Ganze so entwickelt und B, wie das denn von euch angenommen wird, die Möglichkeit,
ja, eine Session mit aufzunehmen, in einem Video zu sein. Ne? Das muss man dann halt gucken. Wenn da das Interesse wirklich groß ist und wir auch regelmäßig dann auch die Leute zusammenbekommen, dann werden wir bestimmt die Anzahl auch erhöhen. Aber das sehen wir ja dann auch. Ne? Also wir verlassen uns da auf euch, darauf, dass ihr Bock habt mitzumachen. Es ist nicht immer OMSI. Es kann auch mal ETS sein oder es kann auch mal ein Shooter sein oder was völlig anderes. Wir gucken da mal. Hallo. Wir wollen uns da nicht auf ein Projekt fixieren oder auf ein Spiel, sondern wir wollen das so ein bisschen random machen, dass es auch für die Zuschauer interessant bleibt. Wichtig ist ja das, was im Hintergrund passiert, nämlich, dass wir halt quatschen und zusammen unsere Späße machen und einfach zusammen mal so eine Stunde oder zwei Spaß haben. Ne? Das ist ja das, was wir machen wollen mit euch. Bahnübergang. fährt aber langsam darüber. Ja, nicht beschweren. Ich muss ja ein bisschen gucken, ne? Wann die erste Community-Aufnahme stattfindet, kann ich euch noch nicht sagen. Wie gesagt, Trailer wird erstellt und alles Weitere findet ihr dann auch unterm Trailer in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, daran teilzunehmen. Die ist jetzt tatsächlich über den Zebrastreifen gelaufen, obwohl ich schon mit dem Bus halt ein Stück drüber war. Wunderbar. Hat sie gut gemacht. Ist sie unter die Räder gekommen, würde ich sagen. Oh, das ist hier. Einmal Tageskarte. Jo. Bitteschön. Uiuiui. Ui, ui. So, hier könnte mal das Straßenbauamt hin, also. Ne? Gepflegt ist irgendwie anders. Aber gut. Müssen mal durch. Und zack. Guten Tag, hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Aber natürlich, bitteschön. Ja. The Forest, genau. The Forest geht weiter in neuer Konstellation. The Forest hat einen Story-Modus bekommen, den werden wir uns anschauen. Und halt so der Random Multiplayer im Survivor werden wir auch weitermachen. Ich denke, wir werden dieses Wochenende anfangen mit der Aufzeichnung und so in einer Woche oder so wird das dann online gestellt für euch. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe mir den Story-Modus noch nicht angeschaut, aber freue ich mich total drauf. Ich finde es super, dass The Forest einen Story-Modus bekommen hat, wenn man bedenkt, das Spiel ist Early Access und da wird fleißig dran gewerkelt und der Spaß hört da einfach nicht auf. Also, da werden wir auf jeden Fall gucken, was wir da machen. Dann, Resident Evil 7 habe ich mir angeschaut. Wird definitiv kommen. Ich mag die Reihe total. Freue mich auf den 7. Teil, Biohazard. Den werden wir definitiv spielen. Nur diese Stinkekerze habe ich mir nicht zugelegt.
Ich brauche diesen 4D-Effekt nicht, dass es hier dann noch so riecht, so vermodert und, ne? Das muss ich nicht haben. Kann ich hier nicht fahren? Ah! Die Tür auf, ich will hier raus. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Ja, Manni, ich lieb dich auch. Następny przystanek. Kulisch! Ah. Ja, dann raus mit euch. Hallo. Bitte. Hallo. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ja, Mutter. Eine Tageskarte, bitte. Dankeschön. Bitteschön. Weiter geht's. Ach ja, schön. Ein paar Steam-Spiele, so was jetzt so rausgekommen ist, auch im kostenlosen Bereich, werde ich mir mal anschauen. Ich habe da so zwei im Petto, die ich mir mit euch mal angucken will, was denn so daraus geworden ist. Mehr dazu gibt es dann auf dem Kanal. Ich verrate noch nicht, was kommt, aber es sind zwei sehr interessante Spiele, wie ich finde. Und da lohnt sich der Blick auf jeden Fall. Da sollten wir mal reinschauen, ob das vielleicht was ist. Bitteschön. So, dem habe ich jetzt einfach mal die Vorfahrt genommen. War mir jetzt egal. Machen die ja auch oft genug mit mir. Ja. Ich habe alles verstanden. Nächster Halt, Bushaltestelle irgendwo. So. Haha, jetzt muss ich hier nämlich rechts rein. Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Okay, war ich selber schuld. Das war mehr als doof um die Ecke gefahren. Merkt man, ne? Liegt mir nicht so, diese Engstellen. Eieieiei. So, raus mit euch. Na, so geht's doch. Ich sitze ein bisschen hoch, merke ich, aber das ist eigentlich sehr bequem, stelle ich fest. Haben wir da Platz? Ja, haben wir Platz. Passt schon.
So. Oha, Walachei, mitten durch die Pampa hier. Ach, wir sind schon am Ende. In der Pampa. Ein Klohäuschen. Und der Fahrplan überall. Okay. Ja, dann. Ja, dann. Na, geh aus. Wann würde es denn weitergehen? Ach, in 13 Minuten. Auch wieder die 387. Na klar. Das sind Haltestellen. Wow. Ja, genau. Und wieder nach Dvorcic. Tschetschen, genau. Hm. Ja, fahren wir aber nicht. Mal gucken, was wir fahren. Ich würde gerne noch auf Fictionary Stickteen bleiben. Die Karte ist sehr umfangreich und ich finde, da können wir noch ein paar Touren drauf machen. Ich freue mich wie immer über Abos, Likes, Dislikes, Kommentare, Kinderschokolade, Haribo, Kaugummi, Wiggles, was auch immer. Schön, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.